Hallo und herzlich willkommen, liebe Angelfreunde. Heute möchte ich mit euch ein ganz wichtiges Hechtthema besprechen. Und zwar, ich nenne es mal Hechtcare. Wie geht man mit dem Hecht ordentlich um? Worauf sollte man achten? Und vor allem auch, womit sollte man bestmöglich vorbereitet sein, um dem Hecht, wenn man ihn denn dann auch mal zurücksetzen möchte, möglichst wenig Schaden zuzufügen. Viele kleine, untermaßige Hechte müssen schnell zurückgesetzt werden. Hier in Holland müssen wir große Hechte auch zurücksetzen. Und wenn wir dann nicht besonders sorgsam mit dem Fisch umgehen, wenn wir nicht wissen, wie wir mit dem Fisch umgehen, dann gibt es Probleme mit dem Tier. Und wenn wir nicht richtig aufpassen, wenn wir mit dem Fisch nicht richtig umgehen können, dann gibt es auch Probleme mit den Händen. Ich habe hier gerade noch einen dicken Hechtzahn drin. Das ist also ein schönes Pflaster auf dem Daumen, weil da ein Hechtzahn im Daumen gelandet ist. Also in diesem Video geht es um alles rundherum nach dem Hechtfang. Und wir möchten uns dann mit Werkzeug und verschiedenen sonstigen Hilfsmitteln intensiver beschäftigen. So, wenn wir dann den Hecht an der Angel haben, spätestens dann müssen wir eine wichtige Entscheidung treffen. Und zwar, nehmen wir den Kescher oder nehmen wir die Hand zum Landen des Hechtes? Ich beginne mal mit dem Kescher, weil das für die meisten Leute das gängige Instrument ist. Wenn wir sehr große Fische haben, brauchen wir natürlich auch einen sehr großen Kescher. Der sollte immer viel größer sein als der Fisch selbst. Und wenn wir einigermaßen sicher sind oder wenn der Kescher vielleicht auch mal zu klein ist, das kommt ja auch vor, habe ich selbst schon erlebt, dann müssen wir die Hand nehmen. Und ich fange mit dem Kescher an. Ich habe also jetzt hier einen großen Hechtkescher aus dem Hause Zeck, der einige wichtige Details hat, die für mich also ganz entscheidend sind. Wenn ich einen Hecht keschern möchte, dann achte ich darauf, dass ich einen großen, stabilen Rahmen habe. Also hier auch vorne dann möglichst einen Metallrahmen, eine feste Kante, damit, wenn ich den Kescher anhebe und ein großer Hecht gelandet werden soll, dass der also schön in den Kescher reinfallen kann. Wenn ich hier vorne ein Bändchen habe, dann biegt sich das also schnell durch, die Bügel gehen zusammen und dann ist das bei sehr großen Fischen häufig ein Problem. Deswegen achtet darauf, dass ihr einen Kescher mit stabilem Rahmen auswählt. Die zweite wichtige Sache, und da geht es dann schon um das Tier, um die richtige Behandlung des Tieres, achtet auf das richtige Netz. Die Kescher aus dem ZEC-Programm, ich weiß nicht, ob sie alle mit Gummi versehen sind, aber viele von den Keschern sind hier mit Gummi versehen und das würde ich euch dringend empfehlen, einen gummierten Kescher zu nehmen. Das ist Stand der Keschertechnik und ihr habt damit ganz viele Vorteile. Übrigens ist in vielen Bundesländern auch punktuell dann sogar vorgeschrieben, dass man knotenlose Netze im Kescher verwendet. Gummiert ist übrigens das Beste, weil beim Keschern da die Schuppen des Fisches, die ganze Schleimhaut und so weiter mit Abstand am wenigsten leidet. Der Fisch wird hiermit schonend gelandet. Hier unten habe ich jetzt auch noch ein feines Netz drin. Auch das ist ganz schön, dass also größere Bleiköpfe und so weiter nicht da durchfallen. Und das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir keschern, sollten wir darauf achten, dass wir auch den Fisch schnell wieder aus dem Kescher herausbekommen. Wenn wir jetzt also einen Köder haben mit mehreren Drillingen, dann verfängt er sich, wenn der Hecht da drin rumzappelt und so weiter. Dann haben wir also hier ganz schnell viel Kuddelmuddel. Und dann müssen wir also erstmal eine ganze Weile im Kescher graben, bis wir den Fisch wieder rausholen können. Und das ist natürlich für den Fisch nicht schön und fürs Zurücksetzen, wenn wir es denn machen wollen, erst recht nicht.
Außerdem, wenn wir viele Drillinge im Netz haben, müssen wir auch lange fummeln. Viel kostbare Angelzeit in der Beißzeit geht dann obendrein verloren. Also alles wichtige Argumente für die Benutzung von Gummierungen in einem Kescher, die ich euch hiermit dringend empfehlen möchte. Das also zum Kescher. Mein anderes Landungsinstrument ist die Hand. Da werden einige von euch sagen, oh, Handlandung, das ist nicht richtig schonend und so weiter. Wenn man den Fisch senkrecht hochhebt, kommen also immer wieder Einwände, hier im Kiemenbereich reißt der Fisch schnell ein. Wenn ihr eine Handlandung macht, dann sollte das ein ausgedrillter Fisch sein. Der sollte also nicht mehr sehr zappelig und quirlig sein. Und wenn ihr eine Handlandung mit einem großen Fisch macht, dann solltet ihr schnell mit der zweiten Hand unterstützen, sodass die Last aus dem Kiemenbereich möglichst reduziert wird. Das als schonender Umgang für die Handlandung, wenn ihr den Fisch eben entsprechend auch zurücksetzen möchtet. Bei der Handlandung kann man sich jetzt auch Handschuhe anziehen. Ihr seht hier, so sieht dann eine Hechtlandungshand aus. Da ist also immer ein bisschen Blut. Wer davor Angst hat, wer also nicht von den Kiemenbögen hier geschnitten werden möchte, der kann sich einfache Gummihandschuhe anziehen. Ich sage immer, ein bisschen dünner ist besser, weil man dann mehr Gefühl hat, um eben dann auch zu spüren, wo sind im Fisch beim Handlanden vielleicht auch mal Haken oder empfindliche Stellen des Fisches. Ich habe selber nie Handschuhe an, aber ich weiß von einigen Anglern, die also ein bisschen kratzempfindlich sind, die vielleicht abends noch die Frau streicheln möchten, dann möchten die nicht so blutige, kratzige Finger haben, sondern schöne, saubere Finger behalten. Das also als kleiner Hinweis am Rande. Landungshandschuhe wären da ein Thema. Ich habe jetzt gar keinen dabei, weil ich brauche den nicht. So, dass das Keschern auch ein bisschen Sorgfalt bedarf, das zeige ich euch in einem folgenden Clip hier. Es können nämlich kleine Unglücke passieren. Ich zeige euch das hier mit einem kleinen Fisch, der mir eben an die Angel gegangen ist. Das Netz, wenn es denn nicht sofort richtig genutzt wird, wenn der Fisch nicht bis unten hin eingetütet wird, hat seine Tücken. Und deswegen achtet darauf, wenn also vorne im Maul Drillinge verfügbar sind, die auch das Netz einfangen können. Nirgendwo gehen so viele Fische verloren wie mit einem unausgedrillten Fisch, der dann mit dem Drilling hier an der Netzkante hängen bleibt. Dann bewegt ihr den Fisch nicht mehr ins Netz rein, sondern er fängt außerhalb des Netzes an zu zappeln und dann ist er auch ganz schnell wieder weg. Deswegen lieber 2 Minuten länger drillen, als so ganz schnell mit dem Kescher hinterher zu gehen und dann irgendwo mit dem Drilling an der falschen Stelle hängen zu bleiben. Also hier die Sequenz, was mit dem Kescher passieren kann. Hier sieht man jetzt sehr schön, was im Kescher passieren kann. Ich komme mal vorne hin. Ich habe euch den Fisch jetzt gekeschert, obwohl ich da normalerweise die Hand nehmen würde. Wir sehen hier im Kescher sehr schön, der hat sich im Netz verfangen. Guckt mal hier unten rein, der hängt jetzt fest im Netz. Und das ist eine sehr unschöne Geschichte. Jetzt muss ich nämlich den Fisch hier aus dem Netz rausholen. Ich befreie den mal eben. Mit Drilling im Netz kann das sehr unschön sein. Wenn man jetzt hier so ein relativ kleinen Fisch hat, den wollen wir natürlich schnell und unbeschadet zurücksetzen. Ich mache das jetzt mal und das ist der Nachteil vom Kescher. Der hing sogar zweimal im Kescher, einmal mit dem Drilling und zum zweiten dann auch mit dem Karabiner. Aber ich weiß, dass ihr da draußen ganz häufig ein bisschen Angst habt, so ein Hecht anzufassen. Und da muss man natürlich ein bisschen Übung haben. Also wer unsicher ist, der nimmt fast immer den Kescher. Wenn man aber ein relativ sicheres Hechthandling hat, ist das die schonendste Möglichkeit, den Fisch aus dem Wasser rauszuholen. Und es ist auch nicht so gefährlich wie mit einem Kescher,
wo dann eben außenstehende Haken, wie hier so ein Stinger, irgendwo im Netz hängen bleiben. Beim Keschern muss der erste Versuch der letzte sein. Dann ist es also auch eine sehr gute Geschichte. Wenn ich mit dem Kescher einen richtig großen Fisch habe und da ein paar Mal fummeln muss, ist das super gefährlich. Deswegen überlegt euch gut, welche Landung ihr da macht. Ich persönlich tendiere zur Handlandung, aber wenn es ein großer Fisch ist, der vielleicht auch nur am seidenen Faden hängt, dann nehme ich auch mal ganz gerne den Kescher. So, ihr habt gesehen, mit dem Kescher ist auch nicht alles ganz einfach. In einer neuen Sequenz habe ich einen Hecht dann mal mit der Hand gelandet. Das ist gefährlich für eure Hände. Dem Hecht passiert da nicht sehr viel. Wenn ihr sehr hechtfreundlich seid, dann gewöhnt euch an, mit der Hand zu landen. Kleine Hechte kann man hier oben im Nacken ganz gut packen. Also dann stabilisiere ich die im Nacken. Ich muss mal eigentlich so rum, der Hecht, wenn das das Maul ist, greife ich mit meinen zwei Fingern, mit dem Mittelfinger und dem Daumen, greife ich so in den Nacken hinein. Und dann kann ich also mit der anderen Hand, wir stellen uns jetzt vor, ich habe den Fisch hier noch in der Hand, dann kann ich mit der anderen Hand vorsichtig in die Kiemen hineingreifen. Achtet dabei auf euren Daumen. Hier habe ich den Daumen dann ins Maul reingekriegt. Der Daumen muss hier unten außen vor der Maulkante liegen bleiben. Sehen wir also jetzt hier in der Handlandung, wie ich den Fisch dann aus dem Wasser raushole. Achtet unbedingt darauf, dass ihr mit den Fingern, wenn ihr in die Kiemendeckel hineingeht, nur außen am Kiemendeckel entlang geht. Niemals zwischen zwei Kiemenbögen kommen. Dann habt ihr garantiert richtig blutige Finger. Also dünnen Handschuh an, wenn ihr ein bisschen Respekt davor habt. Und ganz vorsichtig mit dem Nackengriff außen am Kiemendeckel entlang in den Fisch hineingreifen. Es ist nicht alles scharf beim Hecht. Hier außen am Kiemendeckel entlang filmen kann man sehr gut. Und wenn ich jetzt den Haken lösen möchte, der ist gerade schon rausgefallen, dann guckt er mal in das Maul rein. Das ist meine Maulsperre. Kann also wunderbar damit das Maul aufmachen. Und dann kann ich also hier hantieren, da gehen wir nicht rein. Dafür nehmen wir dann eine ordentliche Löseschere. Jetzt wollen wir uns hier nicht zu lange mit dem Fisch aufhalten. Sprechen wir später darüber. Den lassen wir erstmal wieder schwimmen. Der Fisch war jetzt natürlich sehr freundlich. Der hat den Haken gleich ausgespuckt. Da fiel der Haken raus, weil er vorne gehakt war. Jeder erfahrene Hechtangler weiß, dass häufig so ein Köder auch Wolle inhaliert wurde. Und dann brauchen wir unser erstes ganz wichtiges Werkzeug. Ich komme jetzt auf wichtiges Werkzeug zu sprechen, was ich nicht empfehlen würde. Ich weiß, dass das in Deutschland ganz häufig gefordert wird, eine Rachensperre. Ihr habt gesehen, dass ich mit meinen zwei Fingern hier das Hechtmaul sehr schön öffnen kann. Und wenn dann das Maul schön geöffnet ist und ich tief hinein muss, ins Maul mit den Fingern hinein, ist absolutes Tabu. Lasst immer die Finger da draußen. Geht immer mit einer guten Lösezange hinein. Das ist für mich das mit Abstand wichtigste Werkzeug. Wir haben hier eine kleine Klemme, die über einen großen Hebelarm hier unten sehr viel Kraft ausüben kann. Ihr braucht Kraft, um Haken zu lösen. Ich sehe auch immer wieder, dass viele Hechtangler auch mit so einer Zange hier sehr gerne zu Werke gehen. Es gibt den einen oder anderen, der damit sehr gut zurechtkommt, auch sehr lang gehalten. Wir müssen tief in den Hals hinein, egal ob damit oder damit, und müssen dann greifen. Ich persönlich habe diese Zange nicht so sehr gerne, weil hier die Hebelarme etwas kleiner sind. Die ist noch relativ gut, weil hier auch der Hebelpunkt relativ weit vorne ist. Aber damit habe ich viel mehr Kraft und viel mehr Feingefühl. So dumm das auch klingt, sieht aus wie so ein mittelalterliches Folterinstrument. Aber das ist eine sehr feinfühlige Zange, mit der ich seit über 30 Jahren sehr gerne und sehr erfolgreich die Zähne der Hechte nicht ziehe, sondern schütze, indem ich die Haken dann vorsichtig auslösen kann.
Das ist für mich das wichtigste Hechtanglerwerkzeug überhaupt. Wer mehr mit normalen Zangen unterwegs ist, der kann hiermit natürlich auch relativ gut lösen. Aber wenn ich die freie Auswahl hätte, würde ich immer hier drauf gehen. Vom 1. bis zum 3. Dezember öffnet die geilste Angelmesse Deutschlands mal wieder ihre Pforten. Natürlich sind wir mit Sackfishing da ebenfalls am Start. Auf unserem extrem großen Stand, ja, noch größer als letztes Jahr, könnt ihr unsere Produkte nicht nur anschauen, sondern auch kaufen. Das haben wir in diesem Jahr verändert. Sowohl als Raubfischangler, aber natürlich auch als Welsangler findet ihr so ziemlich alles, was man braucht. Inklusive sehr interessanter Neuheiten, die teilweise auf der Messe ihren Verkauf stattfeiern. Was ich euch ebenfalls zeige, ist das neue Kajak, das Tasker Kajak, das aufblasbare Teil, was ihr euch alle so wünscht und worauf ihr euch auch freut. Das könnt ihr euch da zum allerersten Mal anschauen. Aber es gibt noch weitere Highlights und welche Highlights das sind, das sagen euch jetzt unsere Männer, die ebenfalls auf der Messe sind. Wir sind mit fast dem kompletten Team am Start und freuen uns wirklich auf dieses geile Event. Dieses Jahr gibt es ja 10 Jahre Sackfishing, das werden wir alle gemeinsam auf der Messe feiern. Also ich freue mich auf euer Kommen und lasst uns zusammen die Hütte abreißen. Schon bald stehe ich auf der Angelmesse in Berlin am Zackstand in der Barschalarm-Abteilung. Zeigen wir euch die Neuheiten. Ich lasse mir die Messe in Berlin natürlich auch nicht entgehen. Das ist ja klar, logisch. Ihr findet mich an jedem Messetag am Stand von Sackfishing. Eigentlich wollte ich nicht mehr auf die Messe kommen, aber mit neuer Mannschaft, mit neuer Aufgabe mache ich das ganz gerne für euch. Neue Routen, neue Köder, das ist das Ziel für dieses Jahr und da freue ich mich auf euren Besuch. Ich bin natürlich auch am Start auf der Angelwelt mit Vorträgen von mir. Es wird der Verkauf starten von den neuen Zander-Routen, dem Juniorläufer, der Schäppkelle, endlich ist alles da und auch Ausblicke auf Neuheiten geben. Ich freue mich auf euch. Leute, eure Urlaubsspringer sind auch am Start. In Berlin, Angelwelt, alle 3 Tage. Wir freuen uns auf euch, kommt vorbei. Wir sehen uns. Auch ich werde wieder in Berlin mit dabei sein, auch als Referent mit dem Vortrag. Mein neues Buch wird Verkaufsstart feiern auf der Angelwelt in Berlin. Deswegen freue ich mich ganz besonders, euch dort zu treffen. Mich findet ihr, wie auch schon im letzten Jahr, an allen 3 Messetagen am Zackstand. Und ich freue mich dieses Jahr wirklich außerordentlich darauf, euch die neuen Hardbaits das erste Mal live vorstellen zu dürfen. Ich werde Samstag und Sonntag auf der Messe sein. Freue mich auf alle Welsangler aus der Kante, natürlich auch auf alle anderen und auf ein geiles Event. Ich bin mit am Stand am Freitag und am Samstag und ich würde mich wirklich freuen, euch zu treffen und viel übers Raubfischangeln zu quatschen. Also bis bald. Und ich freue mich, euch am Samstag und am Sonntag begrüßen zu dürfen. Nicht immer ist es ganz einfach, so eine Zange sofort einzusetzen. Manchmal hängt auch so ein Haken zwischen 2 Kiemenbögen. Und um das Tier dann schnell behandeln zu können, seid nicht geizig mit den Drillingen. So ein Seitenschneider gehört auch in jede Hechtangelkiste hinein. Ein großer Seitenschneider, ein starker Seitenschneider. Das ist also hier auch ein übersetzter. Der hat also hier nochmal zur Kraftübertragung, zur Vergrößerung der Kraft einen Hebel drin. Und den lernt ihr schnell zu schätzen. Damit werden, wenn die Drillinge im Hecht schlecht sitzen, einfach abgeschnitten. Keine lange Operation. Auch wenn da also vielleicht irgendwie ein etwas teurerer Haken dran ist, bitte, liebe Angelfreunde, wenn der Hecht zurückgesetzt werden muss oder soll, schnell die Haken abschneiden, Fisch zurück und dann lieber den Haken auswechseln. Das ist also mit so einem Seitenschneider sehr schnell zu machen. Schnelligkeit ist im Sinne des Hechtkehr, des sauberen Umganges mit dem Hecht ganz besonders wichtig. Und wenn ihr den Hecht vielleicht aufessen möchtet, wenn ihr den Fisch sowieso dann totgeschlagen habt, dann ist das Ding trotzdem sehr wichtig. Ich zeige euch hier einmal, dass nicht nur die Fische schnell am Haken hängen und auch schnell vom Haken wieder runter wollen. Shit happens. Schöner Fisch, aber auch schöner Unfall. Das war der Preis für den schönen Fisch. Kummer und Freude zugleich am frühen Morgen. Auftakt fast nach Maß. Der Butcher hat's gerichtet.
Ja, das war der Preis für den dicken Hecht. Manchmal ist das auch mit einem kleinen Unglück gepaart. Ich wollte den Hecht ganz schnell vom Haken lösen, aber die irischen Hechte sind ziemlich zappelig, auch wenn man sie schon länger gedrillt hat. Und dann kann es schon mal passieren, wenn man die an der Hand hat, dass der dicke Haken in den dicken Daumen gelangt. Gehört dazu. Das war also auch eine schöne Übung. Und nach dem Durchstechen des Fingers möchte man den auch ganz schnell abgeschnitten haben. Nichts ist schlimmer als ein Haken im Finger, den man dann ohne Seitenschneider irgendwie wieder rausbekommen möchte. Und deswegen auch in eurem eigenen Interesse eine ganz wichtige Geschichte. Kann ich also nur empfehlen, guckt mal das Short Ouch an, das ich auf meinem Kanal stehen habe. Dann werdet ihr sehen, was ich meine. Das ist also ein ganz wichtiges Ding. Und weil es immer wieder mal vorkommt, dass so ein Hecht dann auch zappelt und sich einwickelt, braucht ihr neben einer ordentlichen Zange, um vielleicht auch Vorfächer, dicke Vorfächer durchzuschneiden, auch eine kleine Schere. Die braucht ihr übrigens auch für geflochtene Schnur, um dann so kleine Enden abzuschneiden. Aber die sollte auch parat liegen, weil häufig auch die Drillinge im zappelnden Hecht dann die Schnur einfangen. Und wenn ihr so ein schönes Schnurknäuel aus Drilling, Fisch und Schnur eben habt, dann ist so eine Schere auch ganz wichtig, um eben das Tier schnell behandeln zu können. Und wenn ihr einen großen Hecht habt, auch ganz wichtig, der sollte nicht auf irgendwelche unkontrollierte Unterlagen kommen, sondern immer auch irgendwas Glattes, möglichst auch Nasses parat haben. Ich habe also hier gerade vom Carsten so eine löse Unterlage bekommen. Also irgendwas, eine Kunststoffoberfläche solltet ihr möglichst auch parat liegen haben. Die sollte natürlich auch euren erwarteten Hechten dann entsprechend lang genug sein. Das ist also auch eine Unterlage, die für die richtige Behandlung des Hechtes ganz entscheidend ist. Wir wollen in vielen Situationen die Hechte auch ihrem Element wieder zurückgeben. Und dann sollten wir auch wirklich ganz vernünftig darauf vorbereitet sein, irgendwo parat liegen haben, nicht irgendwo unten in dem Staukasten liegen haben, eine ordentliche Unterlage. Das ist eigentlich das Erste, wo der Fisch dann draufkommen soll. So, und zu guter Letzt, wenn ihr einen richtig schönen, kapitalen Fisch gefangen habt, möchte der eine oder andere vielleicht auch ein Erinnerungsfoto machen. Idealerweise hat der Kollege, der mit im Boot steht, die Kamera schon in der Hand. Der macht Fotos, während ihr euch um den Fisch kümmert. Vielleicht einmal kurz hochhalten. Bitte tut mir den Gefallen, macht keine lange Fotosession. Je größer der Fisch, desto länger sind die Fotosessions in vielen Situationen. Ich weiß aus Erfahrung mit anderen Booten, dass also häufig die großen Fische viel zu lange fotografiert werden und damit dann extrem in Mitleidenschaft gezogen werden. Das sollten wir unterbinden. Je wärmer es ist, desto schneller muss der Fisch wieder ins Wasser. Je kühler es ist, ich will jetzt nicht sagen, desto mehr Zeit haben wir. Ich möchte nicht, dass viel Zeit mit dem Fisch an Bord verbracht wird. Das muss ruckzuck gehen. Deswegen die Maßbänder, wenn ihr denn auch wissen wollt, wie groß der Fisch ist, sollten gleich schon auf der Lösematte parat liegen. Und der Fotoapparat muss auch parat liegen. Das muss alles ganz schnell gehen. Wenn dann der große Fisch plötzlich kommt und dann, wo ist das Maßband, wo ist die Kamera und so weiter, bitte macht euch die Gedanken, bevor der Fisch angebissen hat, im Sinne des Fisches, im Sinne der Zukunft der Angelei und damit dann eben im Sinne aller Angler und natürlich der Biologie des Biotops. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen Hecht mit diesen Hinweisen retten, euch den Spaß am Angeln besonders groß machen. Ich wünsche euch viele schöne Hechtdrills mit erfolgreichen Landungen und Lösemanövern.
Viel Spaß beim Ausprobieren, vielleicht sogar beim Neu-Dazulernen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Petri Heil, euer Uli Bayer.